Moin Moin und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Teil 3 mit mir, The Gentleman. Ja, was haben wir letztes Mal Spannendes erlebt? Ja. Wir haben, glaube ich, ein klein wenig Boston von den Force der Templars befreit und mal geschaut, was wir dort schon mal alles erledigen können. Wir sind gerade dabei, unseren Weg Richtung Grenzlande, Davenport und so weiter zu drehen und zu schauen, was wir dort noch Spannendes anstellen können. Ja, und so kommen wir gleich dazu, dass wir jetzt sagen können, laden wir mal den ganzen Krams und gucken wir, was wir heute noch Schönes schaffen können. Hier sind wir gerade in Davenport, wo wir schon mal die Mission hier für Norris angenommen haben. Wir können jetzt erst noch mal hier kurz mal rüber zu den Docks gehen. Vielleicht haben wir hier noch mal ein, zwei Kaperfahrten, die wir noch erledigen können. Und vielleicht gibt es auch noch Upgrades, die wir schon mal wieder im Schiff einbauen können. Nein, das scheint maximal aufgerüstet zu sein. Da oben ist es unspektakulär. Hier haben wir eine französische Intervention und drei Routen. Dann beginnen wir doch mal mit den Bahamas. Die britischen Freibeuter zerstören die Handelsroute. Achso, die britischen Freibeuter zerstören, die Handelsroute auskundschaften. Dann schauen wir doch mal, was der Akia Schönes mit den Jungs und Mädels anstellen kann. Damit haben wir, glaube ich, diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Scheiße, habe die Missionsanleitung gerade jetzt nicht vorgelesen. Scheiße. Aber wir dürfen wahrscheinlich die nächsten paar britischen Freibeuter beseitigen. Aha!
Alles geregelt. Verteidigen wir doch die Independence. Ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Dann mal wieder der Independence folgen. Auch wenn die Independence garantiert deutlich mächtiger eigentlich sein müsste als wir. Ein dritter auf der Route hier runter. Das Freibeuterschiff Somerset finden und zerstören. Tiere fahren.
Und so haben wir auch die Somerset beseitigt. Wobei Kapitän mit Bogen aufrücken sieht komisch aus. Angenehmere Temperatur für den Mate-Tee. Oh, wir hätten jetzt hier schon wieder die nächsten kleineren. Machen wir erstmal die kleinen. Die Flotte der berüchtigten Seewölfe versenken. Dann schauen wir mal, was die Seewölfe können. Anscheinend haben wir hier nur die kleinen Spielzeugboote, die mit uns geschwindigkeitsmäßig mithalten können, weshalb wir so eine schwache Leibgarde haben. Dass sie nicht. Okay. Da vorne haben wir nichts. Hin. Wahrscheinlich drehen wir gerade. Schieb mal deinen Kran weg. Das war nicht ganz korrekt. Wir haben gerade noch ein Schiff verloren, wahrscheinlich eins. Ja,
immerhin haben wir die Seewölfe ausgenockt. Den einfach uns alleine schicken sollen, denn hätten sie keine Verluste gehabt. Denn schließlich ist die Akia deutlich gefährlicher als alles, was der Rest losgeschickt hat. Was haben wir hier Lustiges? Ein nächtliches Gefecht. Die Greyhound und ihre Flotte jagen und vernichten. Der lustige Tanz auf dem Meer. Aber was gibt es Schöneres als ein paar actionlastige Seeschlachten? Der Riese und der Sturm. Die Orpheus und ihre Flotte anlocken und versenken.
Okay. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Müll gebaut, aber das schaffen wir auch. Aber die sind schon mal ein kleines Stück stabiler, als wir sie zuletzt hatten. Geht doch.
Und dann schnappen wir uns die französischen Intervention. Die La Belladonna finden uns zurück nach Amerika eskortieren. Klingt aber nicht so französisch. Unser Auftrag, Captain. Die Belladonna unter Rodrigo Hortales und seinen Männern. Sie segelt sicherheitshalber als spanisches Schiff, doch sie ist ganz und gar französisch. Die Franzosen bringen eine Schiffsladung Pulver und Kanonen für Georgi und seine Patrioten. Ein paar koloniale Schiffe sollten sie eskortieren, doch sie ließen sie zurück. Seitdem wartet sie hier. Wir sorgen dafür, dass Washington kriegt, worauf er wartet. Wo ist le Capitaine? Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Wir kamen so schnell, es der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Randolph war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Typisch. Deshalb bestand Le Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Ach, das bekommen wir doch auch. Achtung! Wir fahren erst, wenn wir bereit dazu sind. Ah! Der Atlantik ist gefährlich für ein einzelnes Schiff, besonders wenn es so wichtige Fracht geladen hat. Ihr müsst froh sein, dass wir hier sind. Boah, es ist eisig. Mein Lieutenant freut sich nicht auf den kalten Norden. Ist der Mann noch ganz Matros? Halte die Augen offen, Mr. Faulkner. Wer nach der Belladonna sucht, kann in dem Nebel jederzeit hier auftauchen. Ei, Captain, ich habe ein flaues Gefühl bei der Sache. Vor allem, die macht ganz schön ordentlich Fahrt. Die Engländer kommen, Sir! Das ist die Macht von Frankreichs Marine! Die haben sich das falsche Schiff ausgesucht! Warum zum Teufel sind hier so viele Engländer? Ich weiß nicht, aber die Belladonna muss aus diesem Nebel raus. Wir müssen ihr helfen! Kommt doch alle her! Wir warten nur auf euch! Ah, das ist die Macht von Frankreichs Marine! Fuck. Englische Fregatten! Ah, das ist die Macht von Frankreichs Marine! Übrigens, Lieutenant, vielen Dank, dass ihr vorbeigefahren seid. Und das ist richtig schön in unserem Feuerkäfig. So ist es, weil die Kanonen wieder nachgeladen sind. Tut eure Pflicht, Kapitän! Beschützt die Belladonna! Ist doch egal. Wir kämpfen. Ei, in dieser Suppe sind wir ein gefundenes Fressen und sicher kommen noch mehr von denen. Was können wir tun? Nichts, nur beten, dass sie uns nicht finden. Wir entern sie.
Ich muss wissen, wer die Typen von der Belladonna wissen. Wir kapern sie, Männer! Kettengeschosse. Sollen wir verwenden? Habe ich sie aus Versehen versenkt? Mitchell! Woher die Briten von der Belladonna wissen. Wir kapern sie, Männer! Kapern! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gebt Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zauf den Bug fest! Kommando weiß nichts davon. Warum seid ihr dann hier? Ein Patriot führte uns her. Nicholas Biddle. Für wen arbeitet Biddle? Das weißt du doch. Assassine. Für die Tempel. Was hat der Captain gesagt? Nicholas Biddle führte sie hierher. Er hat... uns an die Templer verkauft. Die Randolph. Die Randolph? Klar machen zum Gefecht! Kommando zurück! Er hat längst beigedreht. Wir können die Belladonna nicht zurücklassen. Aber Sir! Sie ist beschädigt und angreifbar. Lass ihn ziehen. Wir sehen ihn früh genug wieder. Okay.
Und somit haben wir wahrscheinlich auch erstmal die kompletten Schiffsjagdmissionen erledigt. Mal gucken. Nein. Da geht's weiter auf die Jagd nach Biddle. Niklas Biddle wurde in der Karibik gesichtet. Er muss verfolgt und gefunden werden, um seinen Verrat ein Ende zu setzen. Siehst du die Ratte, Captain? Irgendwas, Captain? Nördlich von hier. Dann schleichen wir uns mal an. Wobei ich es eigentlich für ziemlich unklug halte, hier reinzufahren. Unter einem strategischen Gesichtspunkt. Die Randall! So, jetzt sollen wir wieder Kettengeschosse nehmen. Was hat das Wiesel vor? Notanker luftwärts, Captain! Kannst sicher sein, dass er noch was im Ärmel hat! Natürlich hat er was im Ärmel. Aber aktuell ist er ganz schön flott unterwegs, der Randolph. Ich dachte eigentlich, wir wären so schnell zu Schiff in der Karibik. Verfluchte Armada! Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain! Dann kämpfen wir, Mr. Faulkner. Kapert die Randolph. Versenkt den Rest. Bringt den Hauptmast zu Fall! So. Feuermunition, Hagelhart, Brandgeschosse, Fellkugeln.
musst beidrehen, Captain. Die Randolph ist da hinten. Schon mal Kandidat Nummer 1 beseitigt. Du musst beidrehen, Captain! Die Randolph ist da hinten! Jo, sie ist unser Männer! Bereit zum Entern! Bitte gehört mir! Das schaffen wir doch. Das ist ein Wetter. Und eindeutig muss das. Haken wir rein! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ziemlich bald. An die Drehwaffen! Gebt Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zauf den Buchfest! Entert die Ränder!
Schreckensherrschaft über die Küste ist beendet. Deshalb hast du mich verfolgt. Weil du mich für einen Feind deiner Sache hieltest. Du bist genauso ein Lärm wie alle Sachen. Du brachtest unschuldigen Menschen Schmerz und Leid nur für deinen persönlichen Profit. Schmerz und Leid? Ich befreite sie. Ich merzte Abtrünnige aus und stärkte die Patrioten. Ich wollte Admiral werden. Na und? Die Revolution braucht einen. Und ich war der beste Mann dafür. Der einzige Mann. Und ohne mich wäre die kontinentale Marine nur ein Haufen von Flößen. Trotz eurer Visionen erkennt die Assassinen die Wahrheit nicht. Genug. Mit mir sterben. Nimm sie nicht als Beute. Bitte. Bitte. Ich will keine Gnade. Nur mit meinem Schiff untergehen. Das bekommen wir doch. Ich kann nicht glauben, dass du die Randolph zurücklässt. Sie ist ein mächtiges Schiff, Captain. Und was wird aus Bibel? Du zeigst Gnade im Angesicht der... Ich schätze, das war's dann. Etwas zu dramatisch, aber egal. Nur schade um das schöne Schiff. Ein Hoch auf die Männer, Captain? Dreifaches Hoch auf die Akia! Auf unseren Sieg! Hip, hip! Hurra! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Damit haben wir aber auch Middle ausgeschaltet. Jetzt sollten wir theoretisch die Dings das vorerst durchhaben. Die Segelmission. Jo.
Dann will ich jetzt erstmal hier ins Grenzland mich verdrücken. Mal kurz gucken, was wir hier noch haben, außer der Storyline. Denn auch hier werden wir ein oder zwei Forts, glaube ich, haben, die wir einen neuen Besitzer verpassen können. Dann haben wir hier die Schläger von Boston Mission und hier unten dort und dort noch Festen, die nicht im Besitz der Dingsters sind, plus hier sogar noch eine Siedlungsmission. Aber erster Weg ist erstmal wieder in unser Heimatdorf. Unser Freund. Esum Gonhoit Stanyu. Im Segungan Ios den in Gottigon Harpa. Gottke und der Water der Wanio unter der Deko. Lach der Wajesa Gona Dogo. Toniert die Sattel ist in Jotne Rochnerago. Und noch da Zidu. Und der Wanat Doka. Ner uns dann er hat der Iwasette. Jach der Otena der Guriwasette Anis. Du got ja. Sego Onkel Leonda. Du gar Guego, von einer Guayer. Was macht er da für eine Haltung? Ja, da tot den Guari Hoda. Ise ist der Rios. Oh, New Jersey, ja, ii. Ii, ga der Rios. Na ja, wat ne ne dosa agora, da ja gut und hudosse. Nexi wak der Runi, die der Dohn Zohn. Da dun haged und sayada kokne Ise. Da klori die okne Hoda. Higo oja gnek gehagat na der Runi, ne der Hot Saga. Denn uns in die Jogenen und ja unka de jet his wat ne das. O knize, es es wat ne das ne Patriot. Wah ne kniga skanik sei de wat de wanio ne. Da der die ander de dir nu ha gan a tu ne nu ne tika o ne guan der aro na jat da widen. O hon rum ne den er under ios wo unkiri wa her hasse a ha di nu na di jugona staden. Do ga a ya ki a jat dar hasse dir na der io. Ja tot ha is a wire ne a ya ci a jat dar hasse. Det är då en zonig att de gånger kör jag där har sen är hon gör när jag då vid dem. Gaskanex när du ska gå ner så var jag där jag inte var där i. Gaskanex gick när jag och tänkte att jag går här. När du var där runt så jag går i och står att jag dum har gett. Okej. Var där runt så när jag går där var så rum jag där det gång. Jag har panik att de inte har chans att neutral zu bleiben. Jashewer, nekti ya ige hrid de gari wesh. Arik kod de wajot danser an datum. O gari hoye wesh de gat no wandu ahcha. Tigo gari hoye du nits du za chariu. Wet neshta ji zat ni guhra wana, danu zat ni guhra tani. Nekti gar harach du oni ji asiru hiaga. Ama gatsa nuni hage akawisege, do gane gandu ji yata iza wagarunyak de. Dosha jajat ni gunha, asha da det ni gunra ra gona de gunderu. Nona ama de rio seran dapne. Nona ama da de wanio hage, tone ango durissa. Ayam oski yo snore am dah ni zeri hewe. Ii oni. Dosha agu yot dat sera dun hagedu. Okay. Auch sie hatte nichts so wirklich Spannendes zu berichten. Dann gehen wir erstmal nach hier. Wir kümmern uns erstmal um das Dorf, eher gesagt hier um das Fort.
Okay, ist das hier ein geschickter Angriffsweg? Vorräte ein bisschen besser. Und dann könnt ihr mal schön nach Hause gehen. Erstmal zu dem dort gehen.
Laure. Hm? Nur wenn anscheinend dort gerade Spawnpunkt fehlen bei uns ist. Es wird auch nicht ganz deutlich sein bei dem Wetter. Willst du eine Tracht prüfen? So wie du schlägst, kommst du nicht weit. Du willst eine Chance? Dann musst du mich treffen. Aufs Kreuz gelegt. Okay, der nächste von der Kundschaft ist in New York. Wir hätten hier unsere Mission für die Siedlung. Können die Leute mal an den Bad gehen? Ja, Mann.
ist ein feindlicher Konvoi. Den können wir vorher mal erledigen. Stop. Ordentliche Waffe wählen. Captain Kids Sägezahn. Klingt doch ganz gut. Diesen Wagen plündern. Und den zweiten Wagen ebenfalls. Das klingt doch schon mal ganz brauchbar. Und dann können wir hier gucken, dass wir eine Siedlungsmission machen. Wahrscheinlich die Mine. Für Norris. Donna, ich muss etwas Sprengstoff vorbereiten. Und ich glaube, der Knall wird die Briten auf den Plan rufen. Ohne Zweifel. Ich sollte vielleicht selbst etwas vorbereiten. Es scheint, du hast jetzt etwas Zeit. Ach. Ich glaube, da brauche ich nicht so signifikant vorzubereiten, es sei denn, er sagt mir hier. Sacre Dieu! Ich glaube, sie kommen! Ich glaube, sie kommen. Ach, zu offensiv bin ich gewesen. Das ist doof. Dass wir hier voll und ganz auf der Zone festgelegt sind.
Sacre Dieu! Ich glaube, sie kommen! Packt die Männer! Also wieder zurückstapfen. So ein Konvoi hätte man angreifen sollen als Bonuspunkt. Ich habe alles. Zeit zu gehen. Das klingt doch gut. Da oben hinten. Oben hätten wir jetzt noch mal eine Siedlungsmission, aber erstmal steht hier unten das nächste Fort an. Aber wir haben uns da glaube ich schon mal ganz brauchbar geschlagen soweit. Geht's fast schneller lang als über den klassischen Landweg.
Und das Schöne ist, so wie sich hier das Ganze spielerisch verhält, da wirkt das schon wirklich so, als gäbe es einen Unterschied zwischen den einzelnen Wetterlagen. Und auch so, als müsste man sich richtig schwer durch Pulverschnee arbeiten. Das hat doch richtig was. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute zu der Zeit denn einfach gesagt haben, was ist denn das für ein Problem? Wir machen hier einfach nur eine weiße Textur hin und gut ist. Da wurde hier halt wirklich geschaut, ob man das Ganze nicht so weit gedeichselt bekommt, dass es sich auch ein bisschen wenig anfühlt. Ich möchte eigentlich hier nicht unnötig früh für Alarm sorgen. Dann gucken wir einfach mal, dass wir hier vielleicht einen Seiteneingang oder so. Angegangen bekommt. Strategischen Denkfehler drin gehabt. Damit haben wir schon mal ein paar von den Jungs beseitigt.
Vielleicht nicht ganz so dezent, wenn es eigentlich machen sollte. Zu erobern. Dann wisst ihr was? Lass wir erstmal hier dieses Vor sein. Und wir gucken hier erst noch mal kurz nach der Siedlermission. Bevor ich dann erstmal eine Break fürs Abendessen mache. Das ist wahrscheinlich der geschicktere Weg. So. Hast du wirklich gedacht, wir würden nicht nach dir suchen? Kriegst du sie im Gang? Verschwinde hier, Bursche! Das geht dich nicht! Und du nennst dich Soldat! Noch ein Unruhestifter! Ja, die Truppe Rotröcke. Gib auf! Oder dein Freund stirbt!
nichts, was nicht verheilt. Vielen Dank, Fremder. Was hatten die vor? Die Bande hat mich über das Land gezerrt, als abschreckendes Beispiel für Deserteure. Nun sag, wer bist du? Connor. Ein Deserteur, sagst du? Ich befürworte den Krieg nicht und ich liebe dieses Land. Was hat man davon? Ich bin David Walston. Manche nennen mich Big Dave. Darf ich fragen, wo du lebst, damit ich meine Schuld zurückzahlen kann? Könnte etwas dauern. Wir Schmiede verdienen zurzeit nicht allzu viel. Unsere Gemeinde ist nicht weit von hier. Und wir brauchen wirklich sehr dringend einen Schmied. Wie wär's, wenn du bei uns arbeitest? Nun, das würde das Zurückzahlen erleichtern. Ich bin dabei. Und damit haben wir mit Dave unseren nächsten Schmied. Wir können dann nochmal hier reinschauen. Unten hätten wir noch eine Siedlungsmission. Ist frisch aufgeploppt. Produzieren. Da fehlt mir genau einer von. Achso. Eine französische Tasche, Pistole. Königliche Pistole, ein leichter Kavalleriesäbel, eine Steinkopfkriegskeule, ein paar Feuersteine. Königliche Pistole. Bier, Spiritosen. Ein paar Flüge könnten so nicht schaden. Deutlich schneller erreichbar. Ja, gleich. Hast du einen Moment Zeit?
Kommst du voran, Big Dave? Machst du Fortschritte mit dem Messer? Ich würde es Myriam gerne bald geben. Der Stahl von Norris ist etwas Besonderes. So edles Metall sieht man selten. Doch mit meinem alten Werkzeug kann man ihn nicht bearbeiten. Aber Besseres ist leicht zu finden. Ein oder zwei Geschäfte in New York, das offen ist. Ich würde selbst gehen, doch solange die Rotröcke mich suchen, bleibe ich doch lieber hier in Sicherheit. Ich habe etwas zu erledigen in New York. Wenn ich das nächste Mal da bin, kümmere ich mich darum. Klingt gut. Das klingt doch auch ganz praktisch. Dann würde ich sagen, planen wir an dieser Stelle einen Cut ein und schauen dann nächste Woche, was wir in New York erleben. Bis dahin, euer Gentle.